schnell mal im Supermarkt einkaufen? In München und anderen bayerischen Großstädten ganz normal. Wer auf dem Land wohnt, ist häufig auf das Auto angewiesen, um Lebensmittel zu besorgen. Besonders schlimm ist die Situation in der Oberpfalz und in Oberfranken. Tierstein im Fichtelgebirge. Hier gibt es Werbung für schnelles Internet und ein Café, aus dem nichts geworden ist. Auch der Tante-Emma-Laden von Manuela Steinadler ist dicht. 5 Jahre schon. Seitdem steht er leer. Mitten auf dem Marktplatz. Da innen steht noch die Kühltheke. Es ist alles drin, die Waben, die Regale, ist noch alles drin. Es steht auch der Backofen hinten drin, es ist alles da. Es ist schon schade, dass es dann nichts mehr gibt. Sie sind immer auf was angewiesen. Es gab ja doch alles, es gab von der Butter bis zum Mehl, es gab einfach alles. Der Laden hat sich schlicht und einfach nicht mehr rentiert. Für den alltäglichen Einkauf müssen die Tiersteiner jetzt mit dem Auto in die nächste Stadt fahren. Es ist nicht schön, weil sie vergessen ja mal was. Dann müssen sie warten, bis sie in 8 Tagen wieder in die Stadt kommen. Wenn es Lebensmittel brauchst, Zigaretten brauchst oder ein Bier brauchst, du kriegst ja nichts da, Männer. Ja, stirbt halt langsam aus. Auch Nordhalben im Landkreis Kronach stirbt langsam vor sich hin. Hier haben mal 3000 Menschen gewohnt, jetzt sind es noch 1700. Karl Roth ist einer davon und fährt mit 75 noch jeden Morgen zur Arbeit. Ich fahre in die Arbeit eigentlich nur zum Markt, damit der Markt vorläufig nur offen bleibt. Und das halt weitergeht in Nordhalben. Mit dem Markt meint er diesen Supermarkt, in dem er Geschäftsführer ist. Ein besonderer Supermarkt, gegründet vor 6 Jahren von einer Bürgerinitiative, als Edeka dicht machen musste. Das ganze Dorf hat geholfen, mit Arbeit und auch mit Geld. 140.000 Euro sind für den Laden zusammengekommen und alle stehen dahinter. Kaufen Sie hier alles, was Sie brauchen? Natürlich, ja. Also fahren nicht irgendwo in den großen Discounter oder so? Nee, überhaupt nicht. Früher hatte er einen Handwerksbetrieb, jetzt managt er den Laden, ehrenamtlich. Für ein Geschäftsführergehalt reicht der Gewinn nicht. Geplant war das so eigentlich nicht. Am Anfang war der Berater für die IHK, den hatten wir auch als Geschäftsführer dann eingestellt. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass der also nicht fähig war, den Laden zu führen. Der wurde dann entlassen. Und dann habe ich als Geschäftsführer und noch 3 oder 4 Beiräte den Laden übernommen. Und haben den langsam wieder aufgebaut, dass wir dann langsam wieder in die schwarzen Zahlen kamen. Wieder in Tierstein. Diesen 5 Frauen hat es gereicht, dass sie ihre Kinder nicht mehr zum Einkaufen schicken konnten. Jetzt gehen sie die Sache selbst an. Kommunikationspunkt fürs ganze Dorf. Das wollen wir hier machen. Unter anderem natürlich auch einkaufen. Das soll eine richtige Attraktion hier werden, weil es ja auch die Dorfmitte hier ist am Marktplatz. Auch sie sammeln mit viel ehrenamtlichem Engagement im Dorf Geld. Die Idee kommt an. 55.000 Euro Startkapital haben sie als Mini-GmbH zusammenbekommen. Und ein Konzept gibt es auch, damit der Dorfladen langfristig bestehen kann. Auch das ist ein Ziel von uns, die regionalen Produkte hier im Fichtelgebirge zu bündeln und gebündelt hier anzubieten. Und so erhoffen wir uns natürlich auch Kundschaft von außerhalb. Die Frauen haben auch schon nachgerechnet. 15 Euro muss jeder Haushalt in Tierstein pro Woche ausgeben. Dann hat der Laden eine Zukunft. Zurück in den Dorfladen nach Nordhalben. Karl Roth musste von anfangs 20 Leuten 6 entlassen, um rentabel wirtschaften zu können. Er beschäftigt aber immer noch 14 Mitarbeiter und ist damit ein wichtiger Arbeitgeber am Ort geworden. Gibt ja nicht so wahnsinnig viele Arbeitgeber mehr hier in der Gegend, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt keine mehr. Jetzt gerade für uns, für Frauen, überhaupt nicht. Selbst der soziale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Ein Kaffee gibt es im ganzen Dorf nicht mehr. Also trifft man sich eben nach dem Einkauf zum Kaffeeklatsch im Supermarkt. Also nee, der Laden finde ich jetzt, also der war jetzt Gold wert. Und ist auch Gold wert. Niemand möchte mehr auf den Dorfladen verzichten. Aber Karl Roth wird Ende dieses Jahres in Rente gehen und sucht einen Nachfolger. Wenn ein Pächter sich findet, dann ist wahrscheinlich auch die Zukunft vom Markt gesichert. Wenn sich niemand findet, dann ist unwahrscheinlich, wie das ausgeht.